Syrien. Bronzezeit. 1457 vor Christus. Normalerweise wurden besiegte Männer zu dieser Zeit versklavt. Wertvolle Arbeitskraft. Doch Thutmosis I. entfesselte den Zorn der Götter über die Syrer. Armageddon. Nach der schändlichen Übernahme der oberen Teile Ägyptens durch die aus Syrien stammenden kanaischen Herrscher, schüttelte Thutmosis I. das Joch der Unterdrücker ab und eroberte Ägypten zurück. Nun führt der neue, 22-jährige Pharao einen Feldzug nach Norden, über den Gazastreifen. Die Pharaonen zuvor verstanden sich nicht aufs Töten und standen für das Leben. Sie knechteten lieber. Damals bewarf man sich mit Steinen und ging mit kleinen Äxten aufeinander los. Dolche und Wurfmesser waren sehr beliebt. Bögen hatten eine Reichweite von 50 Meter und die Pfeile waren angespitzt. Bronze ist generell ein biegsames Metall. Geschärfte Waffen waren nach wenigen Hieben stumpf. Die Menschen waren klein, dafür robust und mussten sich sehr lang auf die Fressen hauen, bis einer tot umfiel. Doch die Usurpatoren, die Syrer, brachten eben auch neue Waffen aus Mesopotamien mit nach Ägypten. Der Kompositbogen, eine mächtige Waffe, mit erhöhter Reichweite von bis zu 90 Meter und dementsprechender Durchschlagskraft. Das Pferd war zu dieser Zeit noch nicht in Ägypten verbreitet. Und die Krieger hatten Angst davor. Der pferdegezogene Streitwagen verstärkte den Effekt und ermöglichte eine rasche Fortbewegung über das Schlachtfeld. Der Pharao eignete sich dieser neuen Technologien an und bewaffnete sein Heer aus Bogenschützen. Seine Bogenschützenarmee wurde durch etwas über 200 pferdegezogenen Streitwagen unterstützt. 10.000 Krieger, Ägypter, Nubier und andere Sklaven folgen ihm den Norden auf eine Expedition jenseits Ägyptens alter Grenzen, in noch unerforschtes Feindesland. Nach Syrien. Er durchquerte den Gazastreifen nach Palästina und traf dort auf eine ebenbürtige Feindmacht. Thutmosis blieb nicht unentdeckt. Der König von Kadesh hat die syrischen Verbündeten unter seiner Führung in Megiddo versammelt. Der Feind wusste, dass er kommt. Thutmosis wusste, dass der Feind wusste, dass er kommt. Doch der Feind wusste nicht, dass Thutmosis wusste, dass der Feind wusste, dass er kommt. Thutmosis folgte dem Meer über die Küste und näherte sich Megiddo aus dem Südwesten. Das Karmelgebirge stand zwischen ihm und Megiddo. Der Megiddo-Wald, Teil des Karmelgebirges, konnte über einen Bogen nach links und rechts passiert werden. Um Plünderungen und Verwüstungen in den Städten Jokneam und Tanach zu vermeiden, teilte der König von Kadesh seine Armee zu je 5000 Krieger auf. Beide Städte waren nur 10 Kilometer von Megiddo entfernt und innerhalb einer Stunde Marsch erreichbar. Dadurch konnte er eine breite Front bilden und den vorrückenden Feind definitiv aufhalten. Um Jokneam und Tanach zu verteidigen, brauchte er keine Streitwagen und ließ diese in Megiddo zurück. So dachte er, der König von Kadesh, teilte seine Armee und sendete diese nach Jokneam und Tanach. Der Pharao kannte die Kartografie der Gegend nicht und konnte seine Streitmacht nur über die alten Wege führen. Doch Thutmosis fand einen Weg durch das Gebirge. Ein unwirklicher Ort aus alten babylonischen Mythen. Er fand einen Spalt. Einen Abgrund aus scharfem Stein. Miese Stalaktiten von oben und gemeine Stalagmiten von unten. Trotz der Skepsis seiner Berater schickte er seine Streitmacht durch die Lücke. Einen nach dem anderen. Vor allem die Pferde und Streitwagen stellten ein Problem dar. Er entschied sich für den mittleren Weg. Die Schlucht von Ara. Das Tal des Todes. Morgens aufgebrochen verließen sie abends die Schlucht und passierten das Karmelgebirge. Der Pharao blieb unentdeckt. Er kampierte vor Megiddo und verschaffte sich Informationen. Er begriff schnell die Lage, er war zwischen die linke und rechte Flanke der Feindarmee geraten. Syrische Boten eilten nach Westen und Osten, nach Jokneam und Tanach. Er konnte sie nicht alle abfangen. In wenigen Stunden würden die dort stationierten Armeen nach Megiddo eilen und die ägyptische Streitmacht von allen Seiten einkreisen und vernichten. Megiddo, eine riesige Festung mit 6 Meter dicken Mauern, gelegen auf einem Erdwall. In dieser kurzen Zeit, völlig uneinnehmbar. Doch Thutmosis hatte eine Idee. So wie der syrische König seine Armee geteilt hat, würde er dies ebenfalls tun. Er teilte seine Armee. Mit seinen stärksten Kriegern zog er gegen die Streitmacht aus Tanach. Seine schwächsten Männer, zu dieser Zeit, nicht zu unterschätzen, viele mit einer Behinderung.
Aber brauchbar als Bogenschützen, ließ er zurück für einen Überraschungsangriff. Eine bisher unbekannte Taktik. Das Heer aus Tarnach erwies sich als stark. Der Feind hatte neuartige exotische Einheiten. Reiterkavallerie und schwere pferdegezogene Streitwagen. Der Pharao kämpfte an vorderster Front und führte die Streitwagen an. Der Streitwagen ermöglichte es ihm, nicht so wie ein armer Sklave über das Schlachtfeld zu laufen. Um den Feind aus der Distanz mit Pfeil und Bogen zu beschießen. Und der Pharao war gut darin. Als die ägyptische Streitmacht auf den Feind traf, setzte sich Thutmosis mit seinem Streitwagen an die Flanke. Dort stellt er sich der syrischen Elite. Frühzeitige Speerkavallerie und schwere pferdegezogene Streitwagen. Diese Soldaten besaßen Bronzerüstungen und Helme. Im Gegensatz zum normalen Bogenschützen-Infanteristen, welcher oft nur in Lumpen gekleidet war. Die leichten Streitwagen des Pharaos waren im direkten Nahkampf unterlegen. Diese bestanden aus biegsamen Bambus-ähnlichen Material. Und wurden mit Schnur einfach zusammengebunden. Manchmal fiele dieser zusammengebundene Verbund, beim strengen Anschauen, einfach auseinander oder gingen gar in Flammen auf. Die schweren syrischen Streitwagen bestanden dagegen aus einem zusammengehämmerten Holzwagen und hatten tödliche Sensen an den Wagenrädern. Sie waren direkt für den Nahkampf gedacht und mit Speerwerfern besetzt. Doch der Pharao wusste die Leichtigkeit seiner Streitwagen zu nutzen und hielt Abstand, während er den Feind aus der Entfernung mit Pfeilen beschoss. Da die meisten syrischen Streitwagen in Megiddo geblieben sind, war die kanaanäische Elite, durch die zahlenmäßige Überzahl der ägyptischen Streitwagen im Nachteil. Eine syrische Elite nach der anderen wurde in die Flucht geschlagen. Die ägyptische Streitmacht lieferte sich mit der syrischen Streitmacht währenddessen ein Fernkampfduell. Beide Parteien bewarfen sich mit Steinen, Pfeilen und Speeren. Als der Pharao die Flanke der Feinde übernahm, blies er zum Angriff. Seine Truppen folgten seinem Beispiel und stürmten den Feind. Mit einem einzigen Ansturm brach die gegnerische Streitmacht zusammen. Der Pharao verfolgte die nach Megiddo fliehenden unerbittlich. Währenddessen auf der anderen Seite der Schlachtlinie. Die feindliche Streitmacht aus dem Westen, aus Jognim nähert sich Megiddo, bereit dem Pharao in den Rücken zu fallen und den fliehenden Verbündeten eine Lücke nach Megiddo zu schaffen. Doch der Pharao hat vorgesorgt. Er wies seine restlichen Truppen an, sich hinter einem Hügel zu verstecken. Wenn der Feind aus Jognim vorrückt, sollen seine Krieger den Hügel erklimmen und den Feind buchstäblich festzunageln. Seine Reservearmee bestand aus den Ärmsten der Ärmsten aus Ägypten. Und wären in einem offenen Kampf mit ihren selbstgebastelten Bögen kein Gegner für die besser gerüstete Feindmacht. Aber der Pharao verstand die Vorteile des Bogens wie kein zweiter und wusste seine Reservebogenschützen zu nutzen. Einmal über den Hügel gerannt, überraschen die Ägypter die verblüfften Syrer. Und begannen mit dem Armageddon. Sie hatten nicht viel, nur ihre Pfeile und Bögen. Und entfesselten einen Pfeilhagel von noch nie dagewesener Schlagkraft. Der Überraschungsangriff war ein voller Erfolg. Im Gegensatz zu den Ägyptern hatte die syrische Armee Schilde und konnte dem Beschuss standhalten. Doch ein Vorrücken kam nicht in Frage. Die Männer trauten sich nicht in den Pfeilsturm zu rennen. Es hagelte von allen Seiten. Die Syrer wurden regelrecht in den Boden genagelt. Die, die Glück hatten, verloren ein Auge. Die ägyptische Reserve bestand nicht aus den stärksten Schützen und ihre Pfeile waren ebenfalls von der schlechtesten Qualität. Einfaches angespitztes Holz ohne Feder. Dafür hatten sie genug. Gut und billig. Die Syrer wurden von hunderten Pfeilen getroffen und in den Boden genagelt, bis sie endlich elend krepierten. Ein Massaker. Als würde sich der Himmel auftun und sie alle verschlingen. Jeder Versuch scheiterte. Gottes Zorn traf sie von oben. Das Schlachtfeld füllte sich mit Genagelten. Die Schreie konnte man noch in Megiddo hören. Die syrische Streitmacht aus Jognim formierte sich neu und blies zum letzten Ansturm. Trotz erbittertem Widerstand seitens der Syrer wurde ihre Streitmacht stark aufgerieben und sie mussten in ihrer Verzweiflung, über das, was über sie gekommen war, nach Mutti rufend, nach Megiddo fliehen. Als man die Todesschreie hörte, verschloss man in Megiddo die Tore. Einzelne Soldaten wurden durch zusammengebundene Wäsche über die Mauer gezogen.
Die syrische Streitmacht von insgesamt 10.000 Mann wurde auf beiden Fronten komplett aufgerieben und musste sich mit ihren restlichen Überlebenden nach Megiddo zurückziehen. Die Überlebenden leisteten weiterhin Widerstand und konnten die ägyptische Belagerung 7 Monate widerstehen, bis sie schließlich kapitulierten. Thutmosis der Pharao erbeutete große Reichtümer bei der Übernahme der Stadt. Viele Pferde und Streitwagen. Gold, ein paar seltene Kupferrüstungen und noch vieles mehr. In der Bibel bezeichnet Harmagedon auch Harmageddon, Armageddon oder Harmagedon in der Offenbarung des Johannes den Ort der endzeitlichen Entscheidungsschlacht im Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Im erweiterten Sinn bezeichnet der Begriff in der Theologie den eschatologischen Entscheidungskampf. Aus diesem Grund ist Harmagedon das Symbol jeder Schlacht, in der der Herr, wenn die Not am größten ist und die Gläubigen unterdrückt werden, plötzlich seine Macht im Interesse seines bedrängten Volkes offenbart und den Feind besiegt. Wenn Gott einer kleinen Handvoll einen glorreichen Sieg über einen Feind gewährt, der ihnen zahlenmäßig weit überlegen ist, ist das eine Art Harmagedon. Vielleicht ist die Prophezeiung, die letzte Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse bei Israel aber auch einfach noch nicht erfüllt. Falls du die nächste Folge nicht verpassen willst, abonnier und lass gern ein Like da. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch beim Armageddon.
Yes, Commander!